Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Wir waren jetzt gerade in der Bibliothek, schauen uns mal ein bisschen in der Stadt um, sollen uns bei allen Leuten vorstellen. Das Geschäft ist, das ist der Schmied, der ist schon geschlossen, der von 9 bis um 4 offen. Jetzt ist gerade 4.50 Uhr. Okay. Hier können wir was mitnehmen. Da unten ist jemand. Aha, ein Schönling. Ah, der neue Farmer. Aha. Ich freue mich auf eine nette Unterhaltung. Ich wohne auf dem Strand in einer Hütte. Es ist sehr freundlich, dich zu treffen. Aha. So. Hier ist der Strand, hier können wir was mitnehmen, Muscheln. Das ist in Elliot seine Hütte wahrscheinlich. Kannst nicht rein, wenn du nicht betreuen bist, bla bla bla, das können wir schon. So. Mit 300 Stücken von Holz kann das repariert werden, diese Brücke. Also wenn wir 300 Stücke Holz hätten, dann könnten wir jetzt darüber gehen. Haben wir aber momentan nicht. Fliegen die Vögel davon. Hier sind Würmer, da schaut was raus. Okay, zwei Steine haben wir erhalten. Schauen wir hier runter. Hier haben wir eine Fischerhütte. Er ist gerade beim Fischen. Komme ich morgen zurück. Alles klar. Dann gehen wir wieder. So, und schauen wir mal hier hin. Hier ist ein Friedhof anscheinend. Wir haben eine grüne Alge gefunden. So. Oh, hier ein hübsches Mädchen. Oh, bist du ein neuer Farmer, Junge? Bist du das? Hä? Ja, ich bin die Hayley. Wäre da nicht diese schreckliche Kleidung, wärst du vielleicht sogar süß. Danke, danke. Danke. Für dein Kompliment. Kann ich überall nicht rein? Blöde Schnepfe. Ich gehe wieder. Was ist das hier? Super Fashion Girl Magazin. Aha. Ich bin eine Diva. So, was gibt's denn hier Schönes? Kinderzimmer? Kann ich nicht rein? Kann ich nicht rein? Okay. Hier ist jemand. Auch wieder beim Waschen. Hey, du bist genauso wie ich. Na, du bist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber das ist okay. Ich bin die Jody. Es ist eine ziemlich kleine Stadt. Es ist sehr aufregend, wenn jemand Neues kommt. Einen Farmer in der Umgebung zu haben, könnte sehr helfen. Bla bla bla. Was geht denn hier ab? Hier ist ein Musiker anscheinend. Das ist ein Zettel. Report Card. Name Vincent. Reading C. Spelling D. Math C. Studies B minus. Sports. Vince is a good boy, but he could make do with little more studying. Zeugnis oder was? Schaut so aus. So. Es wird schon finster hier. Dum, 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 dum. Ui, Saloon. Da gehen wir natürlich rein. Wer ist das? Hi, I'm Clint. I'm the town blacksmith. Ich bin der Schmied. Wenn du jemals deine Werkzeuge upgraden willst, bin ich dein Mann. I'm your guy. Alles klar. Wir gehen in die Kneipe. Wir werden jetzt auch reingehen. Dun, 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 dun. Kneipe. Was geht hier ab? Jukebox. Laut Game Team. Ah, er kann Musikstücke auswählen. Ist das, was wir am Anfang vom Spiel gehört haben? Cloud Country Coin. Grandpa. Music Box Song. Settling in Spring. Saloon. Saloon Musik. Wollen wir. Wer ist das? Boah, ist die kreislich.
Pfui Teufel, ist die Alte hässlich. Hey Kid, so name's Pam. Die Pam oder was? Ich kauf dir einen Drink, wenn du ihn verträgst. Well, hello there, I'm Gus. Ich bin Besitzer von den Stardrop Saloon. Schön, dich zu kennenzulernen. Du bist immer willkommen hier. Alles klar. Emily. Oh, I can read it on your face. You're going to leave. Ich sehe es an deinem Gesicht, du wirst es hier lieben. Wenn du jemals was abends vorhaben solltest, kannst du den Saloon geben. Alles klar, nach der Arbeit. Kann man ein bisschen bitchen. Wie ist das? Ich kenne dich nicht. Warum redest du mich an? Shane. Was geht denn hier ab? Eine Cola kaufen, 75G. Alter, ich habe nur Kohle. Bierfässer. Was ist denn hier? Hier kann man nichts anlangen. Hier ist was, aber es kann man nicht anlangen. Keine Ahnung. Ui, Press Space, wir können ein Spiel spielen. Shoot, ho, was, wie? Okay. Ah. Alter, bin ich gut. Hinab. Oh. Tot oder was? Kann man leben? Wer will mehr? Ist das ein Leben oder was? Scheiße! Kommt schon, kommt schon! Wow, 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 wow! Alter! Ein Leben noch! Das. Oh. Scheiße. Oben läuft die Zeit ab. Game over. Okay, alles klar. Kein Bock mehr. Weiter geht's. So. Ich würde sagen, es ist jetzt abends. Wir gehen nach Hause. Hier schauen wir noch rein. Hat natürlich geschlossen. War ja klar. Dann gehen wir mal ins Bettchen. So, das Zeug hier können wir verkaufen. Stein packen wir in die Kiste. So, dann gehen wir ins Bett. Schlafen wir. Jetzt wird angezeigt, was wir verkauft haben. 190 Gold haben wir bekommen, 30 Gold, insgesamt 236 Gold. Für die paar Sachen. Kräterhorn. Wetterreport. Morgen wird es regnen, den ganzen Tag.
Okay. Wir haben Brief erhalten. Advertising, ein Kipfer, ein cooles auf, Backpack ist voll. Bla bla bla, ist eine Werbung für den Rucksack, den wir bei dem PS einen Shop kaufen können, alles klar. Noch ein Brief. Hallo, ich komme gerade vom Fishing-Trip zurück. Du sollst mal zum Strand kommen. Ich habe was für dich. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So. Wir haben jetzt wieder ein paar Samen mehr, wir können wieder was anpflanzen. Weiter mal die Felder hier. Ach, Scheiße. Kann ich überhaupt nicht leiden, wenn ich daneben hau. So. Pflanzen wir mal an. Morgen regnet es, da brauchen wir dann nicht gießen. Wir gerade den Wetterbericht erfahren. So. Gießen wir mal schnell hier. Ich kann es gleich leer, füll mal auf. Zack, zack, zack. So, alles gegossen, Gießkanne füllen wir mal auf. Jetzt können wir noch ein bisschen hier wechseln. Okay, meine Axt ist nicht stark genug für diesen Stumpf. Muss ich mir dann quasi vom Schmied aufbessern lassen. Eine bessere machen lassen. So. Hier ein bisschen freiholzen. Den Baum hier weg. Flop, flop, flop. Wollen wir hier weiter Platz schaffen. So, jetzt haben wir nicht mehr viel Energie. Jetzt möchte ich mal nur zum Strand runterschauen. Zeug packe ich in die Kiste, falls wir unterwegs was finden. Gucken wir mal hier, gibt's hier was? Jawohl. Drüben, drüben. So, wie schaut's denn aus mit den Quests? Bla bla, was anpflanzen. Bevor es 5 wird, soll man zum Strand gehen und 15 von 28 Leute habe ich getroffen. Dann gehen wir mal als erstes zum Strand runter. Du, wie ist das? Kenne ich dich schon? Jody, dich kenne ich schon. Dich kenne ich auch schon. Heute habe ich die Evelyn. Dum, dum. Ahoi der! Ahoi da, so! Habe gehört, da kommt ein Neukommer in die Stadt. Schön, dich endlich zu treffen. Versuche mich immer noch zu erholen von den letzten Monaten auf Salziger See. Das war ein Big Hole, keine Ahnung.
großer Fang wahrscheinlich. Ich habe sehr viel Fisch verkauft. Genug, um mir eine neue Angel zu kaufen. Ich will, dass du meine alte bekommst. Es ist wichtig für mich, dass das Fischen am Leben bleibt. Und vielleicht kommst du mal bei meinem Shop vorbei und kaufst etwas. Du, wir haben eine Angel erhalten. Du hast eine Bambu-Pool, eine Bambusangel erhalten. Da ist gutes Wasser hier in Stardew Valley. Alle Sorten von Fisch. So, mein Geschäft ist ab sofort offen. Komm vorbei, wenn du es brauchst. Ich werde auch alles kaufen, was du fängst. If it smells, it says. Wenn es stinkt, lass es sich verkaufen. Das, was mein alter Papi immer gesagt hat. When it smells, it sells. So. Jetzt können wir hier quasi reingehen. Düm-düm. Hello. Ahoi. Schön, dass man dich sieht. Ist nicht sehr angenehm in diesen Tagen. Was hat er denn zu verkaufen? Fischsuppe. Plus 1 Fishing. Und eine Angel, die wir jetzt schon haben. Okay. Was gibt's hier zum Anschauen? Ist eine Box. Bobbers Hooks im Fishing Line. Okay. Voll mit Fischteilen. So, dann tun wir angeln. Schmeiß ich mal die Angel aus. Schon. Bing. Ich habe jetzt Angeln erklärt. Ich muss jetzt immer mit dem Balken hier immer hinter dem Fisch bleiben. Okay. Ich habe eine Sardine gefangen. Machen wir gleich nochmal. Ich fühle mich erschöpft. Leak ist wahrscheinlich Lauch oder sowas. Eine kaputte Brille, okay. Wir schauen mal weiter. So, gibt es hier was zum Aufsammeln? Oh, das ist der Elliot. A great idea can pass through your head when you least expect it. But if your mind is too busy, you might miss it. Ich muss mich an die Arbeit machen. Keine Ahnung, was der jetzt wollte. Irgendwas, wenn man einen Blitzgedanken hat und man zu beschäftigt ist, dann geht er verloren. Den Schmied haben wir kennengelernt, den Bibliothekar. Schauen wir ins Bürgermeisterhaus. Keiner da. Mülltonne ist auch nichts drin. Auch nichts. Auch nichts. Schauen wir hier rein. Oh, einer im Rollstuhl. Es irritiert mich, dass du all diese Leute getroffen hast. Mein Name ist George. Now pass off. Jetzt verpiss dich. Sehr freundlich. Was ist das für eine Muckibude? Alles klar, kann ich nicht rein. Was läuft hier? Keine Ahnung. Ist auch toll. Also Fernseher mitten im Raum. Wahnsinn. So, dann hier waren wir schon im Laden. Jetzt gehen wir nach Norden. Hier mein Haus. Ah, da ist die Barbie wieder. Schöne Schuhe. Sind die aus Plastik gemacht? Mir ist langweilig. Kein Spielplatz.
eingesperrt. Felician Town. Fliegen die Vögel davon. Können wir was mitnehmen? So. Servus. Greetings, ich bin Dimitrios. Forscher und Vater. Schön, dass du dich vorgestellt hast. Ich studiere die Pflanzen in der Umgebung und die Tiere von meinem Labor von zu Hause aus. Hast du meine Tochter schon getroffen, Maru? Sie ist interessiert, dich zu treffen. Oho. Sorry, shop is closed for day. I'm in a caravan place for aerobic clubs, okay? Geschlossen, weil sie im Aerobic Club ist. Alles klar. Ist hier niemand? Nein. Hier kann man noch runtergehen. Hey! Ich kann nicht rein. Was ist das für einer? Der kommt aber raus jetzt, oder? Hallo? Oh, du wolltest gerade reinkommen? Cool. Wieso zur Hölle, vor allem die Plätze, wo man leben kann, hast du Pelican Town ausgewählt? Ich hätte gedacht, das heißt Stardew Valley. Keine Ahnung. Schau ich mal hier hoch. Dum, 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 dum. Hier purzelt einer. Ui. Ein Fremder? Hallo? Bitte beachte mich nicht. Ich lebe hier draußen alleine. Oh, wie traurig. Kannst ein Feuer aus und anmachen. Okay. Ein Zelt. Sehr geräumig, muss ich sagen. Sehr geräumig. Talinus. So, wie viele Leute müssen wir noch treffen? 8 Leute fehlen uns noch. Okay. Oh, hier haben wir was im Boden. Wieder ein Buch. Wird zur Kollektion hinzugefügt. Jetzt gehe ich mal hier hoch. Ui, bin hier ab. Komm nicht weiter. Hier ist eine Mine. Kann ich noch nicht hingehen. Wahrscheinlich auch nicht, wenn ich so rumgehe. Nein. Dumm-di-dumm. Da ist der Dimitrios. Und in dieser Richtung wird es dann nach Hause gehen. Gehen wir weiter. Hier kommen wir wieder zurück zur Farm. So, wir sind sowieso schon folgenmäßig 2-3 Minuten drüber. Kann ich jetzt gleich ins Bett gehen und die Folge beenden. Ich mich hier durchgeschlagen habe. So, was verkaufen wir noch? Und die brauchen wir jetzt nicht. Und dann gehen wir ins Bettchen. Schaltet wieder ein, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. Ciao, ciao.